Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Wizen 3. Die letzte Aufnahme hat irgendwie abgebrochen. Aber folgende Dinge war eh erreicht. Und wir hatten mit Faris gesprochen bezüglich der Gnome und dass alles erledigt sei. Und den letzten Dialog gab's noch. Hast du sonst noch etwas für mich zu tun? Homie hat genug getan. Ja, damit wären wir hier in der Mine durch. Hätten allen... Ein Knus geholfen. Nee. Hm. Okay. Okidoki, Homie. Dann sagen wir mal hier dem Minenaufseher Bescheid. Nach am Feuer. Ich habe mich um deine Mine gekümmert. Das will ich dir auch geraten haben. Da, nimm dieses Gold, damit du merkst, dass harte Arbeit sich lohnt. Und jetzt, Abmarsch! Ja, einschüchtern 100, da sind wir noch nicht ganz. Ist es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Ja, wir sind aber nicht auf dem Schiff bei uns. Das wäre so gerade ein bisschen unpraktisch und ineffizient. Die zerstörte Mine, wo ist die denn? Was tue ich? Am Hafen war kein Teleporter? Das kann ich mir nicht vorstellen. Da haben wir auch angelegt, oder? Da unten, den haben wir aktiviert. Dann düsen wir mal kurz rüber zu unserem Schiff. Und schauen uns die Mine dann da unten an. Nicht so, so, ja. Dann können wir auch kurz mit der Crew reden. Weil Bones ja schon seit einer Weile der Herr stochert. Dass wir das doch bitte tun sollen. Die Krabbenküste ist es nicht, oder? Fängst du schon wieder damit an? Nein. Einen Schatz an der Krabbenküste zu vergraben wäre viel zu offensichtlich. Jeder Arsch würde darauf kommen. Es muss etwas viel Unscheinbareres sein. Vielleicht bei den Gnomen. Ja, genau. Das ist es. Die Gnome. Träum weiter, dann tust du dir wenigstens nicht weh. Ha! Ist nichts zu sagen? Hast du nichts zu tun? Polly? Holzkopf! Na, du Schreihals? Und wie war dein Tag so? Polly lieb! Na dann. Pollys Papa in Höhle! Pollys Papa? Wer soll das sein? Saufkopf! Wenn du das sagst... Holzkopf! Hey! Wünschst du dir nicht manchmal die alte Zeit wieder zurück? Meinst du die Zeit, als unser Vater ständig betrunken war? Oder meinst du die Jahre, als wir uns alleine durchschlagen mussten, weil er nie da war? Ich denke, es könnten ein paar weniger Probleme sein hier und da. Aber heute sind wir eindeutig besser dran. Hab ich dir eigentlich mal gesagt, wie stolz ich auf dich bin? Bist du? Ja. Du bist ein guter Kerl, der sich um andere bemüht. Mach weiter so. Eine gute Seele wie du ist schwer zu finden in solch schwierigen Tagen. Komm mit. Hi. So, nehmen wir sie mal mit. Und nicht Bones. Ah, wir können jetzt erstmal ihm berichten, dass wir... Warum hast du eigentlich keine Familie? Du weißt schon, Frau und Kinder und sowas. Ich denke, es hat sich einfach nicht ergeben. Ein Leben voller Blut und Kampf, ohne so richtig zu wissen, wofür. Ich habe großen Respekt vor deiner Zielstrebigkeit. Was denkst du über diesen Ort? Ambitioniert, würde ich sagen. Sehr ambitioniert, was die werten Herren Magier vorhaben. Nun, die Teilerfolge geben ihnen recht, das muss man ja sagen.
Bin sehr gespannt, wie das Projekt weitergeht. Faruko braucht mehr Bergkristalle. Er sagt, du wüsstest von Wächtern, die immer noch nach den Kristallen auf anderen Inseln suchen. Ja, richtig. Man müsste sie ausfindig machen und sie nach ihrer Ausbeute fragen. Wo finden wir Wächter, die nach Bergkristallen suchen? Gegenfrage. Welche Inseln können wir denn ansteuern? Takarigua natürlich. Da habe ich schon alles abgesucht, soweit es mir möglich war. Ich habe aber keinen Bergkristall ausmachen können. Das Piratennest Antigua. Ramon ist dort. Er ist schon ziemlich lange überfällig. Hoffentlich haben ihn nicht die Piraten erledigt. Die Eisenbucht Calador. Da ist Cisco unterwegs. Der macht vor gar nichts Halt. Würde mich nicht wundern, wenn er auf Calador sogar Gräber plündert. Die kleine Tropeninsel Kila. Kila? Ja, genau. Leonard ist dort. Er faselte was von Spinnenhöhlen und dichtem Dschungel. Ob er dort fündig geworden ist? Hat schon jemand auf Taranis gesucht? Ja, aber wer weiß, ob wir auch alles gefunden haben, was es auf Taranis gibt. Das Zeug ist schwer zu finden. Solange wir nicht genau wissen, wo wir suchen sollen, ist es für uns eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wie viele Inseln müssen wir denn abgrasen? Ich denke, bei dieser Sache brauchen wir etwas Geduld. Wenn wir genug gefunden haben, sage ich dir noch rechtzeitig Bescheid. Okay. So, du bist Pirat, du bist... Jetzt weiß ich, was hier nicht stimmt. Ja. Tatsächlich? Irgendwie spüre ich die Gegenwart des Bösen um uns. Es ist, als ob wir fortwährend von einer unsichtbaren Macht angeglotzt werden. Schlaf dich mal richtig aus, dann gehen auch deine Hirngespinste weg. Vielleicht. Und, was sagst du zu dieser Gegend? Ein groß angelegtes Experiment der Magier. Wer weiß, ob es jemals funktioniert, was sich die Magier davon versprechen. Früher waren sie die geistigen Berater des Königs. Doch auch sie konnten ihren König nicht retten. Jetzt, da er tot ist, ist guter Rat wirklich teuer. So, Menschlichkeit brauchen wir nicht. Sind wir eigentlich ganz gut dabei. Schau, was Sadek hier für dich hat, Captain. Dies ist der Blick des Alchemisten. Jede Art von Heilpflanze wirst du damit in deinem näheren Umfeld sehen können. Guter Stoff. Danke, Sadek. Schönes Schiff. Jip, jip. Jaffa ist wieder auf große Reise. Vielen Dank, dass ich dich begleiten darf, Captain. Ich hoffe, ich muss es nicht bereuen. Nix bereuen. Jaffa wird eine große Bereicherung sein. Du wirst sehen. Schon sehr bald. Bin ich ja gespannt, was du mir für eine Bereicherung bist, außer dass du die Kuh beklaust. Hey, du! Was gibt's? Du willst doch nicht etwa so weitermachen, oder? Was meinst du? Na, dieses gutmütige Gehabe, diese menschenfreundliche Kacke, die du hier an den Tag legst. Du solltest das lassen. Das kaufe ich dir sowieso nicht ab. Und? Was sagst du nun zu meinem Chef? Beachtlich. Das macht dich allerdings noch nicht zum großen Heerführer. Du wirst ein halbes Dutzend solcher Schiffe brauchen, wenn du es mit den Schatten aufnehmen willst. Kannst du mir auch helfen, oder machst du nur große Sprüche? Ha! Warum sollte ich dir helfen? Weil ich deinen Seelenstein sonst ins Meer werfe? Na schön. Mir bleibt wohl keine andere Wahl. Wenn ich dich begleiten soll, weißt du ja, wo du mich findest. Sehr gut. Was kannst du mir über diesen Ort erzählen? Pah, Magier. Wir hätten sie töten sollen, anstatt sie zu vertreiben. Sie haben schon einmal versagt und werden es wieder. Die Gehirnwäsche, die sie den Menschen verpassen, wird nur so lange halten, bis die Schatten hier einfallen. Als geistige Führer müssen sie mit mehr Härte zu Werke gehen. Kennst du das hier? Ist das Seelenstaub? Ja, aber er ist ohne Bedeutung für einen Menschen. Für uns Geister allerdings. Dann würdest du ihn mir abkaufen? Warum nicht? Für jeweils 5 biete ich dir Gold. Du weißt aber, dass man damit Seelen auch reinigen kann, oder? Ich habe meinen Geist verloren.
Wie tragisch. Was interessiert mich das? Du bist ein Geist. Hilf mir, meinen wiederzufinden. Das ist nicht so einfach. Du bist nur ein leerer Fleischsack und dein Geist ist weit entfernt auf der anderen Seite. Er irrt dort herum und findet keine Ruhe, so wie wir alle im Schattenreich. Hilf mir, mit ihm zu sprechen. Einen Dreck werde ich. Was mich angeht, gefällt mir dein Zustand so, wie er ist. Nur eine Frage der Zeit, bis jemand auch noch den Rest von dir erledigt. Und ich hoffe, ich werde es miterleben. Du wirst mir gehorchen, oder ich zerstöre deinen Seelensplitter. Pah! Meine Vernichtung wird an deinem Zustand nichts ändern. Nein, aber schaden wird sie mir auch nicht. Wenn ich es mir recht überlege, wäre ich ohne dich sogar viel besser dran. Ich denke, ich zerschlage deinen Seelensplitter gleich hier und jetzt. Mistkerl! Na schön, wie du willst. Ich denke, ich hätte da etwas, was dir helfen könnte. Gute Entscheidung. Wir werden noch die besten Freunde. Mein Freund, der Fleischsack. Was hast du anzubieten? Dein Körper ist schon halb tot. Trotzdem bist du noch kein Scharge der Unterwelt. Das heißt, dass noch eine schwache Verbindung zwischen deinem Geist und dir besteht. Um sie zu verstärken, muss dein Körper zur Ruhe kommen. Dann besteht die Möglichkeit eines Kontakts. Träume? Du redest von Träumen. Ja, verdammt, wovon denn sonst? Leg dich einfach schlafen, du Idiot. Dann wirst du schon sehen, was ich meine. Du siehst mit den Augen deines Geistes und erlebst, was er erlebt. Die Verbindung hält nur leider nicht besonders lang und ist instabil. Ich kann dir helfen, diese Verbindung zu stärken und dir etwas mehr Kontrolle über deinen und über andere Geister zu verschaffen. Kann ich meinen Geist nicht irgendwie im Traum zu mir zurückholen? Wenn wir Geister wüssten, wie man zurück ins Leben findet, glaubst du im Ernst, dann würden wir auch nur eine Sekunde länger Geister bleiben? Ich habe keine blasse Ahnung und bin es auch langsam leid, danach gefragt zu werden. Okay. Wie kontrolliere ich Geister im Schattenreich? Du brauchst einen bestimmten persönlichen Gegenstand des Verstorbenen, dessen Geist du begegnen willst. Einige weltliche Dinge eines Verstorbenen üben auf seinen Geist im Schattenreich eine große Anziehungskraft aus. In deinen Träumen kannst du so leicht einen Kontakt zu ihnen aufbauen. Aber Vorsicht, nicht jeder Geist, den du auf diese Weise anlockst, ist dir freundlich gesonnen. Du musst schon genau wissen, was du tust, sonst kann das übel enden. Ich will Kontakt zu einem bestimmten Geist aufnehmen. An wen hast du dabei gedacht? Kapitän Gregorius Emanuel Stahlbart. Meinen Vater. Ist ja rührend. Na schön, wie du willst. Hast du denn etwas Persönliches von ihm? Er war meist auf See. Wir hatten wenig Kontakt. Für persönliche Dinge war da wenig Gelegenheit. Mir kommen gleich die Tränen. Na gut. Lass mal überlegen. Ein Gnom namens Jaffa auf Taranis rühmt sich damit, den Hut des alten Stahlbarts sein eigen nennen zu dürfen. Wäre es da nicht interessant herauszufinden, ob der kleine Quälgeist die Wahrheit sagt? Du weißt aber schon, dass Jaffa zu unserer Crew gehört, oder? Tatsächlich? Na sowas. Dann geh doch hin und frag ihn. Kennst du Kapitän Gregorius Emanuel Stahlbart? Der alte Stahlbart? Jip, jip. Ich trage seinen alten Hut. Ist mein Aurikulki. Mein Matar hat mir damals diese Trophäe für meine großen Verdienste geschenkt. Bin sehr stolz auf mein Aurikulki. Jip, jip. Könnte ich mir deinen Hut mal kurz ausleihen? Digipi? Bin ich Gaga? Nee, nix da. Jaffa wird schön fein sein Aurikulki behalten. Granne Blemo, warum forderst du Aurikulki von Jaffa? Ich brauche einen persönlichen Gegenstand vom alten Stahlbart. Ah, Jaffa versteht.
große Zauber-Voodoo-Magie? So ungefähr. Jaffa gibt dir Haarsträhne vom alten Stahlbad. Klebt seit Jahren noch im Hut. Omi, kurz warten. Lecker. Hier hast du Haare. Jaffa hofft, das reicht für deine Zauberei. Okay, abgemacht. Vielleicht reicht es ja. Danke, Kleiner. Okay, offensichtlich sind wir nicht der Held aus dem zweiten Teil. Das ist ganz vorbei jetzt. Weil wir Jaffa damals den Hut unseres vom Stahlbad halt gegeben haben. Ich habe einen Geisterköder gefunden. Ach ja? Dann lass mal sehen. Ich habe eine Haarsträhne vom alten Stahlbad. Das sollte reichen, denke ich. Leg dich einfach ins Bett und schöne Träume. Ob die Haare den alten Mann anlocken, wirst du dann schon merken. Okay, da haben wir noch das Flammauge von Usugor und ein Bruchstück der Titan-Lady Mara. Okay. Wir hätten auch mit allen gesprochen jetzt. Dann hauen wir uns mal hin und gucken, was passiert. Das ist der alte Stahlbad. Ich brauche deine Unterstützung im Kampf gegen das Schattenreich. Ich kann dir nicht helfen, mein Junge. Doch, das kannst du. Ich habe noch eine Chance, mein Leben zu retten. Dazu fehlen mir allerdings die Mittel. Aha, daher weht der Wind. Du hast es wohl auf mein Gold abgesehen, ja? An diesem Ort brauchst du es sowieso nicht mehr. Du genauso wenig. Dann hast du ja nichts zu verlieren. Nun gut, also, was genau willst du von mir? Sag mir, wo du einen deiner Schätze vergraben hast. Ha! Alle Schätze, die ich hatte, wurden schon gefunden. Du lügst doch. Da muss doch noch irgendetwas sein. Ja, ja, ist ja gut. Es gibt eine Truhe auf einer kleinen Insel im Norden von Taranis. Darin sind die Geldbörsen aller schrägen Vögel, denen ich auf meiner Kaperfahrt im Jahre der großen Sternenkonjunktion begegnet bin. Das ist doch schon mal was. Ja, aber ich hau jetzt besser wieder ab, bevor du noch mehr aus mir herausquetschst. Leb wohl, mein Junge. Ich hoffe, du wirst dein Ziel erreichen. Moment noch, geh doch nicht weg. Ich hab noch so viel Fragen. Naja, auf jeden Fall war das mal der erste Traum, der nicht total missverständlich und gruselig war. Alles klar, Patty? Oh, noch ein Traum? Was kommt jetzt? Usugor? So, da bist du also wieder. Ja, klar. Du machst deinem Ruf alle Ehre, Grenzgänger. Ich habe dich gerufen und befehle dir, mir zu helfen. Na. Wir werden jetzt nicht übermütig, oder? Ich habe keine andere Wahl. Ich brauche etwas, das mir im Kampf gegen die Schatten hilft. Die Schatten. Klingt nicht so, als wären sie deine besten Freunde. Du glaubst wirklich, dass du den Kampf gegen sie gewinnen kannst, oder? Nicht allein. Ich brauche starke Verbündete. Na schön.
Ich werde dir helfen. Hör genau zu. Ich werde einen meiner Diener ins Hinterland von Antigua entsenden. Er wird dir einen Teil seiner Macht schenken, wenn du ihn besiegen kannst. So sieht deine Hilfe aus? Du schickst mich in den Kampf gegen eine deiner Kreaturen? Du willst die Schatten aufhalten. Dann wirst du meinen Diener mit Leichtigkeit überwinden. Geh nun. Ich habe dir genug gegeben. Lass deinen großen Worten Taten folgen. Warte mal. Geschenk des Feuers. Interessant. Also werden wir gleich auch nochmal von Mara träumen, wie es aussieht. Ja. Jep, jep. Nu. Da ist die alte Hexe. Ich brauche Unterstützung im Kampf gegen die Schatten. Du armseliger Wurm, hast keine Ahnung, wovon du da sprichst. Es ist viel zu spät. Niemand wird es mehr aufhalten können. Kein Dämon, kein Zauberer und erst recht kein verwirrter Geist, wie du einer bist. Komm schon, jedes kleine bisschen würde mir schon reichen. Hör auf zu betteln, das ist ja kaum zu ertragen. Wir wissen doch beide, was du wirklich willst, nicht wahr? Ihr verwirrten Geister, verzehrt euch doch nach den Überresten längst verwehter Seelen. Also hier, nimm sie, auf dass sie deine Leiden hier im Reich der Schatten noch verlängern. Und jetzt verschwinde, du Nichts. Hey, einen Moment noch. Das war jetzt nicht sehr hilfreich, würde ich sagen. 5-mal Seelenstaub von der Alten erhalten. Bis zum nächsten Morgen schlafen. So. Kriegen wir nochmal Mendoza. Tote Piratenkapitäne scheinen eine gute Wahl zu sein. Na gut. Captain Slane war in Casanova und hatte fast überall seine Verehrerinnen. Eine davon lebt heute auf der Insel Antigua. Ihr Name ist Grace. Man sagt, Slane sei ihre große Liebe gewesen. Sie trägt heute noch sein Taschentuch als Andenken an Slane bei sich. Okay. Hast du einen richtig fiesen Kerl auf Lager? Ja, Captain Garcia, der Gierige. Dieser Raftzahn hat sogar seine Großmutter verkauft. Er trug immer einen falschen Schlüssel in seiner Tasche, um von den wahren Schlüsseln seiner Schätze abzulenken. Wahre Schlüssel? Er sicherte seine Schätze stets mit magischen Schlössern, Passwörter, magische Siegel und so. Davon verstehe ich nichts, aber ich weiß zumindest, wo sein falscher Schlüssel heute ist. Die Taverne von Calador war einst ein beliebtes Ziel von Garcia. Seinen falschen Schlüssel verlor er im großen Brunnen dort. Okay. Mit Staub reinigt man Seelen? Ja, er macht sie menschlicher, aber zeigen werde ich es dir nicht. Da musst du dir schon einen anderen Idioten suchen. Okay, so. Hätten wir das ja alles soweit geklärt auf dem Schiff? Gibt es ja eigentlich keinen Teleporter am Hafen? Ja, speicher erstmal. So. Bitten wir uns nochmal hier den kleinen. Der kleinen Wasserechse. Wir sollten auch den Zauber wieder in die Hand nehmen. Oh, du bist kleine hektische Kackvieh. Einfach mal 100 Kilometer sprinten kann. Puh. Noch ein Teleporterstein. Jetzt weiter schlagen mit den Dingern. Na gut, was ich eigentlich sagen wollte. Ja. Wir gehen jetzt Richtung Mine für die nächste Episode. Und ja,
irgendwie klappt das gerade nicht mit dem Verabschieden. Also wir sehen uns morgen in der nächsten Folge von Risen 3 und dann davor schon wir hier mal die Minen, die hier noch liegen, vor der Tür. Also bis dahin, ihr habt euch wohl. Tschüss.